Ja, der erste Eindruck von diesem Bild ist von mir sehr heftig. Ja, es ist ja Auferstehung überschrieben, aber es steckt für mich diese Passion, diese Leidenschaft, das Leiden und die Not der Menschen da drin. Sehr viel Symbolik. Man meint auch skeletthafte Menschen zu sehen. Und auf eine sehr vielschichtige Art und Weise, vielleicht wie der Anfang von der Chaconne. Das ist fast so wie Peitschenhiebe, setzt das Stiche. Das ist im Grunde genommen wie eine Chaconne, die ja ein Variationswerk, ein Improvisationswerk ist, wo eine Geschichte aufgetürmt wird bis ins Äußerste. Und diese Bewegung nach oben in diesem Bild könnte man vielleicht den Titel schulden, die Auferstehung. Also das könnte vielleicht wie im Mittelteil der Chaconne, wenn wir Und dieses Bild ist nicht nur ein Standbild für mich, sondern ist enorm in Bewegung und erzählt doch eine ganze Geschichte mit so vielen Protagonisten und das Schicksal vieler einzelner Leute mit sehr ernstem Gesicht. Die Leute beklagen ihre Verluste, sehr berührend. Thank you.